Tja, als letztes ist noch die Frage zu klären, wer wird Mitarbeiter des Monats? Den Preis verleihen wir morgen. Also für mich kommt nur einer in Frage, Alfons. Er ist immer freundlich, immer zuverlässig, er ist ein richtiges Aushängeschild für das Haus. Ja, ein Aushängeschild, das seinen Chef verspottet. Ach, Werner, so schlimm war das Gestanzel doch gar nicht. Hm? Ja, und ein bisschen Selbstironie ist gut bei der Belegschaft. Wenn wir Alfons den Preis geben, dann belohnen wir ihn quasi noch für seine Frechheit. Nein, nein, kommt überhaupt nicht in Frage, Alfons bekommt den Preis nicht. Ist aber Stein aus den gleichen Gründen auch nicht. Immerhin bin ich noch hier Mehrheitseigentümer, ja? Okay. An wen hatten Sie denn gedacht? Tanja Heinemann. Sie hat Herrn Leubel das Leben gerettet. Du weißt, ich mag sie, aber es war eine einmalige Aktion. Und der Preis soll eigentlich ein Ansporn sein. Für nachhaltig, langfristig engagierte Arbeit. Mhm. Außerdem ist Frau Heinemann, so sympathisch sie auch ist, immer etwas vorlaut. Okay, das heißt, Sie sind gegen Tanja, aber wir brauchen hier definitiv eine einstimmig. Moritz van Norden. Er macht sich als Barkeeper hervor und die weiblichen Gäste sind ganz hin und weg von ihm. Den schlägst du doch nur vor, weil du mit seiner Mutter liiert bist. Und? Wer ist denn Ihr Favorit? Ich hatte da eher an jemanden gedacht, dessen Name noch gar nicht gefallen ist. Deine Hühnersuppe ist fertig. Und die wird aufgegessen. Mhm. Und ab jetzt machst du das, was ich sage. Keine Experimente mehr, ja? Mhm. Auch wenn es in der Brauerei drunter und drüber geht. Mhm. 39,5. Dein kleiner Ausflug gestern hat dir wirklich nicht gut getan. Das ist doch nur ein bisschen Fieber. Außerdem, diese Dorfwürste, die sind wirklich wichtig für die Brauerei. Vielleicht machen wir dann endlich Fortschritte. Ja, den du aber nur von deinem Krankenbett aus erleben kannst, wenn du so weitermachst. Das ist Reklame. Und sogar kostenlos. Ich meine, vielleicht verdienen wir sogar damit. Ja, ich weiß ja, dass du in deiner Arbeit hängst. Aber dafür die Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Du redest wie meine Oma. Ja, wo deine Oma recht hat, hat sie recht. Und du kochst mit Hühnersuppe wie meine Oma. Aber schön, dass du da bist. Bist du mit Absicht krank geworden? Nur damit ich dich wieder gesund pflege? Mhm. Du hast mich durchschaut. Im Ernst. Du hast hohes Fieber und damit ist nicht zu spaßen. Ich bin zäh. So zäh, wie du denkst, bist du gar nicht. Deshalb darf ich dir nicht sagen, wer du wirklich bist. Verstehst du das? Ich darf dich nicht verlieren. Ich setze 3.600. Und ich gehe mit. Ich steige aus. Oh, damit sind es jetzt nur noch Sie beide. Entschuldigung, ich halte ja schon den Mund. Aber es ist so spannend. Ja, wenn man normalerweise nur mal Mauch spielt, natürlich. Tja. Ich setze alles, was Sie noch haben. Was ist denn? Vertrauen Sie Ihrem Blatt nicht?
Schon. Sie können natürlich auch mehr setzen, wenn Sie wollen. Wenn Ihnen die Mittel fehlen, dann helfen wir Ihnen gerne. Es ist so, dass unser Hotelpalast natürlich mehr als nur ein Restaurant haben wird. Und all diese Restaurants brauchen natürlich eine Küche. Ich verstehe nichts. Ach, das ist also so ein berühmter Schuldschein. So was Ähnliches. Falls Sie verlieren sollten, dann werden Sie morgen am Fürstenhof kündigen und ab sofort für uns arbeiten. Und? Gut. Ich will sehen. Full House, das bestmögliche Blatt. Herzlich willkommen in unserem Team. Probleme mit der Höllenmaschine? Ja, ich habe sie gestern hier abgestellt und bin in die Pianobar. Ist ein bisschen später geworden und jetzt das. Und jetzt hat Ihnen jemand die Luft aus den Reifen gelassen? Oder sind Sie gestern über einen Reißnagel gefahren? Ja, also weder noch. Da schauen Sie mal her, da muss jemand reingestochen haben. Direkt. Das wollen Sie jetzt aber nicht hier reparieren, oder? Nein, ich will Ihre Gäste nicht stören. Ich mach das schön brav am Hintereingang. Ja, gut. Ja, aber wer kann denn das gewesen sein? Direkt hier vor dem Fürstenhof. Sie denken da an jemanden ganz bestimmten? Also, ich mag jetzt da niemanden unschuldigen verdächtigen, aber Fakt ist, ich bin gestern hier mit meiner Tochter Rosalie gestanden. Jetzt haben Sie sich wieder gestritten. Na, Streit, das ist ein großes Wort. Wir hatten eher ein unerfreuliches Gespräch. So schlimm war das auch nicht. Aber eine Auseinandersetzung war es schon. Ja, trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rosalie da. Also ich schon. Wir hier am Fürstenhof kennen Ihre Tochter ein bisschen länger und besser als Sie. In der Zeit hat sie sich so einiges geleistet. Sie wäre fast zusammen mit ihrer Schwester in einen Stapel Baumstämme gefahren. Was? Absichtlich? Mhm. Aus Eifersucht. Auf deren Hochzeit mit meinem Neffen Felix. Sie sehen, ihre Tochter kann schon sehr emotional sein. Ja, das haben wir wohl gemeinsam. Ja, wenigstens sind sie sich gegenseitig nicht ganz egal. Und Sie meinen, Ihr liegt was an mir und deswegen hat sie da in den Reifen gestochen. Ja, dann könnte das so sein, dass ihr Hass, ich sage jetzt nicht in Liebe, aber sich so in Verständnis umwandeln könnte, oder? So, das ist alles. Ja, danke, Peter. Ah, Herr Saalfeld. Wo ich Sie gerade treffe. Mein Gott, geht's Ihnen nicht gut? Sie sehen ja schrecklich aus. Ich habe eine lange Nacht hinter mir. Oh, brauchen Sie einen freien Tag? Kein Problem. Darf nicht zur Regel werden. Wer sumpfen kann, der kann auch arbeiten. Das hat schon mein Vater mal gesagt. Ja, und da hat er auch recht. Nur nicht mehr hier. Arbeiten meine ich. Ich kündige, fristlos. Ich gehe in das neue Hotel für Maxim Klinker Emden und Rosalie Engel. Sag mal, sind Sie wahnsinnig geworden? Nein, ganz im Gegenteil. Zur Vernunft gekommen. Geht es Ihnen ums Geld? Auch. Ja Gott, da können wir doch drüber reden. Moment mal, wir haben eine Vereinbarung. So einfach geht das nicht. Sie zuerst gebrochen haben. Laut unserer Vereinbarung darf ich nämlich meine Show weitermachen. Sie aber haben mir verboten, weitere Aufnahmen am und im Fürstenhof zu machen. Ja, das hat mich künstlerisch
und kulinarisch sehr getroffen. Ja, aber hören Sie mal. Und weil wir gerade beim Thema sind, meine bayerische Woche, die ich mit Ihnen abgesprochen hatte, die haben Sie nach nur einem Tag kurzerhand beendet. Ich kann froh sein, dass die Aufnahmen für meine Show schon im Kasten waren. Ist das Ihr letztes Wort? Sorry, aber Herr Klinker-Emden hatte zwingende Argumente. Ich konnte nicht anders, das müssen Sie verstehen. Dann packen Sie Ihre Sachen, verschwinden Sie. Sie haben eine halbe Stunde. Danach will ich Sie hier nie wiedersehen. Ach, guten Morgen, Herr van Norden. Wie geht's heute eigentlich Ihrer Frau? Könnte besser sein. Wäre sicher auch besser, wenn sie gestern nicht diesen Herrn vom Festkomitee getroffen hätte. Tja, allein hätte ich den nie überzeugt. Der Auftritt Ihrer Frau hat Burgerbräu sehr geholfen. Das können Sie mir glauben. Das Fieber ist heute Nacht deutlich gestiegen. Dann richten Sie bitte gute Besserung aus. Ja, mach ich. Herr van Norden, noch was. Es geht mir eigentlich nichts an, aber passen Sie auf Ihre Frau auf. Das mache ich doch. Ich pflege Sie gerade gesund. Nein, das meine ich nicht. Es geht um diesen Herrn Bach. Ja, er hat sie gestern von der Brauerei abgeholt. Ich habe ihm doch selbst gesagt, wo sie ist. Er hat doch Augen im Kopf, da ist was. Er hat sie vor dem Erfrieren gerettet. Und sowas schafft Nähe. Na gut, wenn es nur das ist. Wir sind glücklich. Sehr glücklich sogar. Wie haben Sie eben so schön gesagt? Es geht Sie nichts an. Der erste Mitarbeiter des Monats im Fürstenhof bekommt heute seinen Preis. Eine Übernachtung im Hotel mit allem Drum und Dran. Also, wenn das hier mit rechten Dingen zugeht, ist vollkommen klar, wer das Ding gewinnt. Mhm. Tanja? Ich glaube, wir haben einen würdigen Sieger ausgewählt. Wir haben Sie oder ihn über längere Zeit beobachtet und festgestellt, dass ohne Sie oder ohne ihn das Betriebsklima am Fürstenhof viel schlechter wäre, als es ist. Außerdem hat sie oder er sämtliche Aufgaben stets mit Charme und Humor gelöst und war jederzeit bereit, anderen zu helfen. Nun werden sich einige von Ihnen natürlich wundern, dass der Preisträger noch nicht allzu lange Zeit hier am Fürstenhof arbeitet. Aber das war auch kein Kriterium für den Wettbewerb. Sonst würden wir ja alle schon die Sieger kennen. Von daher, herzlichen Glückwunsch, Frau Majoré. Herzlichen Glückwunsch. Für Sie gilt nicht nur das, was ich Ihnen gesagt habe, sondern auch, und das hat uns von der Geschäftsleitung am meisten überzeugt, dass Sie stets offen und ehrlich mit allem umgehen. Bleiben Sie so. Das hast du echt verdient. Glückwunsch. Dem kann ich nur zustimmen. Ganz egal, was die da oben entscheiden, immer kommt da irgendein Schwachsinn bei raus. Dass ich dir noch mal recht geben muss. Stets offen und ehrlich. Also, was ich wirklich nicht verstehe. Du hockst dabei, siehst, was passiert und greifst dich ein. Sondern schaust seelenruhig zu, wie ich schon wieder den Koch verliere. Viktor wäre sowieso nicht ewig geblieben. Vor allem, wenn er seine Show nicht weitermachen darf. Ach, der hätte sich doch eine Lösung gefunden. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Den Tisch umkippen? Etwas Intelligenteres wäre dir schon eingefallen. Da hast du recht. Ich habe nämlich nicht nur rumgesessen. Ich habe diesen Schnösel von Klinker-Emden den ganzen Abend über beobachtet. Er ist ein miserabler Pokerspieler. Du verstehst was davon? Hast du vergessen, in welchen Kreisen ich damals in Buenos Aires verkehrt habe? Diesem Jüngelchen sieht man an der Nasenspitze an, welche Karten er hat. Den würde ich gern mal so richtig ausnehmen. Sag mal, glaubst du wirklich, du kannst ihn schlagen? Ich weiß es. Aber dazu musste ich ihn in Sicherheit wiegen. Und durfte ihm nicht zeigen, wie gut ich in Wirklichkeit bin. Na ja, Gott, Versuch ist es wert. Ein Problem gibt es allerdings. Ich brauche Geld für den Einsatz. 50.000 Euro. Hui, hui, 50.000 Euro. Und zwar von dir. Du musst sie mir leihen.